hinter sich von Grau holt. Und die letzte Runde beginnt. Hier im Motodrom ein Hexenkessel. Gelb-weiße Fahnen. Der erste Opel-Sieg in der DTM, vielleicht sogar ein Doppel. Das gibt es ja so oft. Da geht jahrelang nichts und dann gibt es gleich einen Doppelerfolg. Denken Sie an Bernd Schneider. Letztes Jahr leere Hände, nichts. Dieses Jahr alles. Was hat der Mann gewonnen in dieser Saison? Ja, und der immer wieder traurige Blick ins Cockpit von Keke Rosberg. Traurig deshalb, weil wir uns alle von ihm verabschieden an diesem Wochenende. Und glauben Sie mir, das fällt uns nicht leicht. Was hat uns der Mann für Momente beschert? In der DTM, auch in seiner Zeit als Sportwagenpilot bei Peugeot, in der Formel 1-Zeit sowieso und sogar ganz früher in den 70ern als Formel V und Formel Super V-Pilot, als er noch in Heidelberg lebte. Tolle Zeit mit ihm, 20 Jahre Rennsport, Keke Rosberg. Vielleicht gewinnt jetzt das Zitat von Klaus Ludwig, das er gestern vom Stapel gelassen hat, noch mehr an Bedeutung, als einer Gruppe von Journalisten sagte, die da ganz vorsichtig in die Opel Rosberg und Jöstbox hineinschielten. Kommt ruhig näher, Jungs. In Zukunft dürft ihr euch öfters bei uns verlaufen. Jetzt spielt die Musik hier. Da ist was dran. Viele haben gesagt, der Ludwig arrogant, überheblich, wie immer. Da ist was Wahres dran und von wegen arrogant und überheblich. Klaus Ludwig hat sich zum Volksliebling gemausert und Alsen ist vorbei. An Jörg van Ommen gibt's denn sowas? Also das ist das Rennen der großen Überraschungen, das Rennen vielleicht auch, das so ganz nach dem Geschmack des Edelfans ist, der hier seine Opel-Leute schon längst mal vorne sehen wollte, der einen Uwe Alsen mal als Underdog auf dem Podium sehen möchte bei den ganz Großen. Das alles wird jetzt erfüllt. Die letzte Runde ist bereits hier im Motodrom angekommen. Ein Riesenzirkus auf den Tribünen. Ludwig gewinnt für Opel sein erstes DTM-Rennen. Knapp vor Manuel Reuter, was ein Erfolg für die Rüsselsheimer zum rechten Zeitpunkt, als sie gestern erklärten, wir machen weiter in dieser Rennserie und wir wollen es noch ganz genau wissen. Schauen Sie sich das an, das sind Bilder, liebe Zuschauer, die gehen auch mir als Reporter unter die Haut. Was da eine Strecke hinter diesen Herrschaften liegt, an Enttäuschungen, an Leiden, meine Güte, was geht da für eine Zeit jetzt mit diesem Doppelsieg zu Ende. Toll, gratuliere. Walter Dreser, der Sportchef, fällt vor Begeisterung bald von der Boxenmauer. Ein anderer hämmert auf das Zelt, auf dieses Vordach, dass es sich biegt unter der Faust. Und jetzt wird passieren, was man dem Opel-Sportpressechef Uwe Baldes angedroht hat. Wenn heute ein Calibra hier gewinnt, mein lieber Uwe, da ist ein Bild, der Dicke, haben Sie ihn gesehen? Der Kräftige, will ich mal salopp sagen, dann wollen sie ihn die Stühle umschmeißen, in seinem Pressezelt die Tische umstürzen und er darf dann ein Aufräumkommando in Marsch setzen. Mein lieber Uwe Baldes, ich sehe schwarz für deine Inneneinrichtung im Pressezelt heute Abend.